Hallo ihr Lieben, hier ist wieder der Sven von der Internetfahrschule. Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich freue mich sehr darüber, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute zum Thema die richtige Handhaltung beim Schalten. Also ich habe mitbekommen, dass viele von euch Probleme damit haben, immer wieder in Gängen landen, die sie eigentlich nicht haben möchten. Und es gibt eigentlich einen ganz einfachen Trick, wie ihr das zu nahezu 100% umgehen könnt und euch nicht mehr verschalten werdet. Ja? Und das möchte ich euch jetzt einfach mal zeigen. So, jetzt schauen wir uns das Ganze doch wirklich mal in der Praxis an. Wenn wir uns den Schalthebel hier mal angucken bei unserem Golf 7, dann seht ihr, ihr habt 5 Gänge zum Vorwärtsfahren und einen Gang zum Rückwärtsfahren. Es kann auch durchaus sein, dass ihr vielleicht ein Fahrzeug habt mit einem 6-Gang-Getriebe, dann wäre der 6. Gang unter dem 5. Das spielt letztendlich aber auch überhaupt gar keine Rolle. Wenn ihr schalten möchtet, denkt dran, dann müsst ihr die Kupplung durchtreten, und zwar wirklich Betonung auf durchtreten, immer bis unten hin. Denn entweder bekommt ihr dann den Gang erst gar nicht rein, oder aber ihr bekommt den Gang zwar rein, aber wirklich mit einem sehr unangenehmen und mechanischen Geräusch. Deswegen Kupplung wirklich immer beim Schalten ganz durchtreten. Ja? So, wenn ihr mal jetzt genau guckt, dann fällt euch auf, dass es alles 90 Grad Winkel sind. Und ich kann letztendlich diesen Schalthebel mit 2 Fingern bewegen. Ist egal, in welchem Gang. Das geht also ganz einfach. Voraussetzung ist einfach immer nur, dass ich hier wirklich das sauber führe. Und damit ihr euch nicht verschaltet, müsst ihr euch eine entsprechende Handhaltung angewöhnen. Wenn ihr die habt, garantiere ich euch, ihr werdet keine falschen Gänge mehr treffen. Ja? Wenn ich jetzt losfahren möchte, also ihr habt jetzt immer, wenn ihr in den Leerlauf schaltet, steht er immer zwischen 3 und 4. Das ist die Position, wo er immer reinfällt, egal aus welchem Gang ich das mache. Das heißt, zum Anfahren brauche ich meinen ersten Gang. Ihr müsst also dann erst nach links drücken und geht dann nach vorne, um in den ersten Gang zu kommen. Und dann merkt ihr auch, hier auf der linken Seite ist eine Wand, da geht es nicht weiter, das ist ein Widerstand. Und genauso würdet ihr den Schalthebel nach hinten ziehen. Das heißt, ihr macht eure Hand zu eurer Seite geöffnet und könnt so wunderbar zwischen 1 und 2 hin und her schalten, ohne dass ihr Gefahr lauft, in den dritten oder in den vierten Gang zu kommen dabei. Wenn ihr jetzt hochschaltet von 2 in 3, da passieren sehr viele Schaltfehler erstmal, weil jetzt müsstet ihr eigentlich mit der Hand umgreifen. Wenn ihr das nicht tut, dann habt ihr das Problem, dass ihr eventuell wieder nach links drückt und kommt in den ersten Gang. Da ihr natürlich jetzt beschleunigt habt und eigentlich die Geschwindigkeit für den dritten Gang habt, kommt dann aber in den ersten, ist es natürlich sehr unangenehm, weil Geschwindigkeit und Gang passen überhaupt nicht zusammen. Wenn ihr dann die Kupplung loslasst, dann ist es, als wenn ihr eine halbe Vollbremsung dahin legt, weil so viel Motorbremswirkung mit einem Schlag dann kommt. Und das ist natürlich für den Motor nicht gut, und ja, es macht euch natürlich letztendlich auch nicht sicherer. Ja? Deswegen, also ihr seid im zweiten, möchtet in den dritten, schaltet jetzt in den Leerlauf, fasst jetzt gerade von oben, weil der steht ja schon vor 3, und geht ohne Druck nach vorne. Und schon ist der dritte Gang drin. Genauso macht ihr es im vierten, weil der steht ja auf einer Ebene dahinter, zieht mit derselben Handhaltung einfach nach hinten. Für den fünften Gang ist es wie beim ersten, nur seitenverkehrt. Ihr öffnet die Hand etwas nach rechts, gebt Druck nach rechts an die Wand und geht dann nach vorne und seid im fünften Gang. Ja? Und das ist letztendlich schon alles. Ja? Und wenn ihr das so ein bisschen trainiert und ein bisschen beibehaltet, dann garantiere ich euch, ihr werdet euch nicht mehr verschalten, weil das geht einfach gar nicht mehr. Ja? Also, nochmal das Problem, zurückschalten von 3 in 2. Ja? Ihr geht in den Leerlauf, greift jetzt um, drückt nach links, zieht nach hinten, schon ist der zweite Gang drin. Für den dritten Gang, Leerlauf, er steht gerade davor, einfach ohne Druck nach vorne drücken, ihr seid im dritten Gang. Okay? So, der Rückwärtsgang ist gesperrt, da kommt ihr also nicht rein. Ihr merkt, hier geht es jetzt nicht weiter. Das ist unterschiedlich von Fahrzeug zu Fahrzeug. Also bei VW ist es halt so, dass ich jetzt hier runterdrücken muss und dann komme ich über diese Sperre weg und kriege den Rückwärtsgang rein. Das war es letztendlich. Also das ist einfach nochmal eine Sicherung, dass es während der Fahrt nicht passieren kann. Achtet bitte extremst darauf, wenn ihr den Rückwärtsgang braucht, zum Rangieren oder zum Einparken, dass das Fahrzeug wirklich komplett steht. Also niemals bei rollendem Fahrzeug den Rückwärtsgang einlegen. Ja? Wenn ihr den Rückwärtsgang wieder rausnimmt, es geht meistens ein bisschen strammer, müsst ihr ein bisschen kräftiger ziehen, auch da fällt der Schalthebel wieder in die Position vor 3 und vor 4. Okay? So, das waren meine Tipps für euch zum Thema richtige Handhaltung beim Schalten. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß während eurer Ausbildung, viel Erfolg in euren Prüfungen und allzeit gute Fahrt, kommt immer gut und sicher nach Hause, wenn ihr schon bestanden haben solltet.